Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Nordfriesischen Marsch. Vierfach heute bereits schon am Sonntag. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Vormittag, ja, wie auch immer. So, ich habe jetzt am Anfang der Folge erstmal eine Ankündigung für euch. Das wird jetzt vielleicht ein paar hart treffen. Für ein paar wird es ganz gelegen kommen, weil sie sagen, ja, okay, ist halt so. Aber ich werde jetzt die kommende Woche und auch heute schon Nordfriesische Marsch auf 20 Minuten reduzieren. Das ist jetzt nicht wegen euch. Das muss ich jetzt manchmal mal ganz kurz so sagen. Das ist nicht wegen euch, weil jetzt irgendwie die Klicks nicht gepasst haben. Das war immer noch so ein Gut-Mensch-Argument. Aber ich, wie gesagt, ich habe einfach momentan die Probleme, dass ich so viele Sachen zu tun habe und dass ich es einfach nicht schaffe. Und bevor jetzt Folgen ausfallen, das ist eine Sache, ich bin ja wirklich bestrebt, Folgen überhaupt nicht ausfallen zu lassen. Ich versuche wirklich mit Händen und Füßen was dagegen zu machen, dass Folgen ausfallen. Deswegen versuche ich jetzt, weil ich letzte Woche auch schon gesehen habe, dass es ein bisschen problematisch geworden ist. Aber ich sehe zum Beispiel auch, dass zum Beispiel neue Projekte gekommen sind, wie zum Beispiel Eurotruck Simulator oder auch dieses Challenge-Projekt jetzt, was einfach auch sehr viel Zeit wegnimmt. Und da muss man jetzt ein bisschen Abstriche machen. Ich muss es einfach so sagen, mir macht wirklich alles sehr viel Spaß und mir macht hier sehr viel Spaß, mir machen die anderen Projekte sehr viel Spaß. Ich hoffe auf eure Unterstützung. Ich hoffe nicht, dass ich da jetzt mal sage, oh, naja, also jetzt gucke ich mir natürlich nicht mehr an, ne? Das hoffe ich jetzt nicht. Ich bitte darum, das nicht zu machen. Aber ich glaube, 20 Minuten ist auch eine ganz coole Zeit. Und ja, wir versuchen es mal. Wenn es überhaupt nicht geht, dann muss man mal gucken. Vielleicht machen wir dann eine halbe Stunde, aber nur mal jeden zweiten Tag. Das wäre eine Option. Schreibt es mal rein, was euch besser passt. Also ich würde sagen, 20 Minuten pro jeden Tag, also jeden Tag 20 Minuten. Oder eine Alternative ist halbe Stunde und dafür jeden zweiten Tag. Das ist so das, was ich anbieten kann. Ich muss halt auch ein bisschen gucken, dass family-technisch ich ein bisschen mehr Zeit habe. Weil mit den Halbstundenfolgen ist zwar cool, aber macht mir auch mega Bock, aber irgendwie bleibt halt immer wer zurück und ja, das ist halt auch ein bisschen doof, ne? Schreibt es mal rein, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da ein bisschen mir entgegenkommen würdet. Ich könnte euch einfach sagen, das ist es so und fertig, aber das möchte ich halt auch nicht, ne? So, was ist denn hier? Oh, hier steht was. Was steht denn hier? Oh, ja, das habe ich jetzt, ja, ne? Ich habe natürlich das gestrige Video gesehen mit dem Stream, das ich hochgeladen habe. Kam bei ein paar nicht so gut an. Ja, wie gesagt, ich kann es halt nicht jedem recht machen. Das ist halt einfach so. Kommt nicht jeden Tag vor, das wisst ihr auch. Es hat sich nur angeboten, weil ich keine Folge mehr hatte und sowieso wieder mal streamen wollte. Dann habe ich gedacht, können wir das kombinieren. Es kam auch bei wirklich sehr vielen gut an und die Leute haben sich auch sehr gefreut, die dabei waren. Und die Leute haben mir immer gefragt, oh, Werner, ist das die Folge für morgen? Und ich habe immer gesagt, yo, das ist die Folge für morgen. Und da war immer auch sehr viel Freude dabei und deswegen fand ich das nicht verkehrt, muss ich ehrlich sagen. Wo ist denn der Striegel, Alter? Striegel. Ah, da war er gerade, ich bin vorbeigehuscht. Da ist er, zurücksetzen. Jetzt müsste er wieder fahren können. Ja, ist richtig. So, hier haben wir ein paar Grasball. Alter Schwede, jetzt liegt hier viel Zeug rum. So, wo ist denn der Kollege mit der Pritsche? Da. Du kannst schon mal hochfahren zu Feld 11, weil du kannst jetzt die ganze Zeit nur hinher. Warte mal, kann man da hinten noch was ankuppeln? Da kuppel ich jetzt noch was an, ne? Weil dann machen wir das zu unserem Fernfahrzeug. Also für die Ferne, weißt du, für die weiten Strecken habe ich dann noch einen Anhänger hinten dran. Das, glaube ich, ist eine ganz gute Idee, weil dann sind wir effektiver. Effektiv ist ja auch ein sehr, sehr gutes Wort, ne? Effektiver klingt ja nicht ganz okay, ne? Ja, wie gesagt, ich war sehr begeistert von eurer krassen Anteilnahme, also das klingt jetzt wie eine Beerdigung, aber ist nicht so, von eurer Mitmache an dem Stream, das war wirklich cool. Es waren sehr viele Leute da, die gesagt haben, Werner, machen wir das, und so kamen halt ein paar Sachen, die ich aufgeschoben habe, muss ich ehrlichweise sagen, wurde dann endlich mal gemacht. Und zum Beispiel, wir haben LKW gekauft für die Schottergrube, oder für den Schotterwerk, glaube ich, heißt es. Das war cool. Ein paar Kleinigkeiten haben wir noch gemacht und da haben wir noch Tiere gemacht. Und also es war wirklich von für jeden, glaube ich, was dabei. Das war sehr, sehr cool. Hat mir sehr gut gefallen. Und, oh, hoppla. Oh mein Gott. Das können wir natürlich auch irgendwann mal wiederholen. Klar, ne? Aber jetzt muss ich erstmal gucken, wie gesagt, ein bisschen Zeit für andere Sachen auch einplanen, weil, ja, ne? Es läuft nicht immer alles so, wie man es denkt. Gut. Wir hängen jetzt. So, einen habe ich aber noch. Achso, am LKW dran, ne? Warte mal, dann machen wir es aber so, dann nehme ich den nochmal mit. Wie haben wir denn den gemacht? Das ist mit so einer Stahldingens, ne?
Wenn wir jetzt Paletten laden. Achso, nee, wir laden bald. Dann ist die Aufrichtung, die Aufrichtung, ja. Danke, Werner. Die Einrichtung schon okay. Wir machen dicke. Ja, das passt. Design machen wir universell Autoload, ja. Rundballenaufbau, ja. Abschreibkante, ja. Nee, brauchen wir nicht. Material, Metall, Kotflügel, ja. Was haben wir noch alles für Möglichkeiten? Unterschutz, ja, von mir aus, mein Gott. Und kaufen. Weil, dann haben wir Gerätchen. Ah, das sieht doch fast gleich aus, siehst du? Passt. Ist doch fast optimal. Weil da haben wir nämlich ein bisschen was. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich so ein Fahrzeug brauche, ne? Ganz ehrlich. Aber wenn ich mir die Ballen drum angucke, dann weißt du Bescheid. Und da können wir auch den schwachen LKW nehmen, unter Anführungszeichen. Weil, aus einem ganz einfachen Grund, mit URL das sowieso nicht relevant ist. Ne? Da zählt kein Gewicht, das wollte ich damit sagen. So, Wiese 11. Ich hoffe, es ist okay für euch, wenn wir das so machen. Ne? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es passt. Also ich kenne ja mittlerweile die Community einigermaßen. Ein paar werden wieder sagen, nein! Und ein paar werden sagen, Werner, hast du gut gemacht. Das ist so, hält sich meistens so die Waage. Wobei die positiven Stimmen meistens überwiegen. Kann ich ehrlicherweise schon so sagen. Aber wie gesagt, das ist halt speziell für jetzt die Rundballen und so weiter. Da geht halt einiges, ne? So. Gut. Ja, das wollte ich nochmal loswerden. Ich wollte jetzt nicht einfach kackendreist nichts sagen und dann wird das Ding einfach 20 Minuten. Finde ich auch nicht richtig, muss ich ehrlich sagen. Deswegen habe ich das eben so gemacht, wie ich es gerade gemacht habe. Weil ich das besser fand. Paletten. So, lass uns mal gucken. Ich glaube, an der Eierfarm brauchen wir Paletten. Eierhof. Da haben wir ja letztes Mal schon angefangen hinzuliefern, ne? Oder im Livestream haben wir angefangen. Da fehlt noch Stroh. Gut, aber ich habe gesehen, die Leerpaletten können auf alle Fälle da oben hin. Und glaube ich auch ein bisschen. Ne, Futter haben wir hochgebracht, ne? Aber Stroh, ne? Warte mal, Stroh können wir mit dem auch hochbringen. Ich habe leider keine Strohballen. Das ist mein Problem. Also Stroh wird definitiv noch ein größeres Problem in diesem Let's Play hier. Da muss ich gucken, wie ich das mache, ne? Da bin ich noch nicht ganz sicher. Aber irgendwie finde ich da noch einen Weg, auf alle Fälle. So, da vorne steht unser großer. Ein großer Transporter, ne? Aber Stroh wird ein Problem, glaube ich. Guck mal, 112.000 ist ja nix, ne? Habe ich diesen Buy Bales Mod mit drin? Da würde ich vielleicht ein bisschen investieren in diese Ballen, ne? Das war hier. Oh mein Gott, warte. Das war hier drin. Habe ich mit drin. Das ist gut. Das heißt, wir können da ein paar Ballen kaufen. Sind zwar teuer, ja, aber da gebe ich lieber ein bisschen Geld aus. Und da weiß ich aber, okay, das passt. So, wir geben jetzt hier schon mal Eierfarm ein. Den Kurs können wir wegmachen für die BGA. Wir können den auch zur BGA schicken. Das können wir übrigens gleich machen. Stimmt, habe ich vergessen. Eierfarm. Hofeierfarm. Weil Stroh ist ja eigentlich relativ leicht. Ne? Wir müssten eigentlich oben jetzt einen Deckel drauf machen, weil Stroh, im Wind würde ja Stroh wegfliegen. Klarerweise, ne? Genau, hier fahren wir rüber. Das heißt, wir fahren nach rechts. Der Kollege ist auch schon da. Da werden wir gleich mal die erste Fuhre runterbringen zum Futtermischer. Also dieses Gras, was ich oben produziert habe. Achso, das ist ja nicht Quatsch. Doch, passt. Passt. Weil ich müsste jetzt theoretisch zuerst dieses Feld hier unten Ballen wegräumen und dann das oben. Jetzt ist er aber schon oben angekommen. Jetzt werden wir die Fuhre mit nach unten nehmen und wenn wir unten sind, machen wir die Ballen unten weg. Perfekt. Perfekt, sage ich nur. So, jetzt gucken wir mal, ob das auch funktioniert. Ne? Ich weiß es ja nicht. Rundballen, Taste U. Und hier machen wir auch Rundballen. Auch Taste U. Zack, läuft. So, jetzt fahren wir nur Bahn für Bahn für Bahn für Bahn für Bahn darunter und dann muss es eigentlich schon funktionieren, ne? Hoffe ich zumindest. Wir werden mal ein bisschen beschleunigen. Da wurde einmal gesagt, Werner, du fährst viel zu langsam. Okay, dann fahren wir jetzt mal schneller. Das Problem ist, und ich finde es auch immer wieder cool, dass Leute reinschreiben, mach das doch mit CP. Das Problem ist, CP und URL vertragen sich nicht. Ich habe Ballen vergessen. Das heißt, CP weiß nicht, wann URL voll ist. Das ist das große Problem daran. Sonst hätte ich das schon lange gemacht. Hätte ich gedacht, würde ich schon lange gemacht. Aber das geht nicht so einfach. Das ist mein Problem. Oh, der Ballen wurde vom Anhänger mitgenommen. Sehr schön.
973.000. Ich habe ja schon Bock, noch ein Feld zu kaufen, ne? Also jetzt wieder noch ein Feld zu kaufen. Weil ich hatte ja erst vor kurzem ein Feld gekauft. Oder wir haben vor kurzem ein Feld gekauft. Und jetzt dann bald schon wieder. Werden sich die meisten denken, läuft jetzt? Oder ja, ich weiß auch nicht. Aber irgendwie Warenverkauf und dann kommt Geld rein. Und wenn du halt schon einiges hast. Das ist halt unser großer Vorteil. Wir haben am Anfang sehr viele Maschinen gekauft. Mit der Million von den Goldnuggets. Und das kommt jetzt halt zugute, ne? Wir haben jetzt LKWs, wir haben Traktoren, wir haben gute Anbaugeräte, wir haben soliden Kuhstall. Also das läuft eigentlich schon alles. Und das ist eben auch die Hauptsache, glaube ich. Ja, es ist ein Monster, ne? Es ist ein Monster, aber es, glaube ich, erfüllt auch seinen Zweck hier. Weil, ihr seht ja, ne, wir sind so oft mit den Ballen nach unten gefahren, mit den anderen Anhänger. Also das lohnt sich nicht auf alle Fälle. Aber mit dem hier, doch. Oh, der Big M ist fertig. Sehr gut. Da kann er erstmal wieder Pause machen. Der hat wieder zwei Felder runtergeruppt, ne. Ne, du kannst nicht fertig sein. Du musst das Vorgewende noch machen, Herr Kollege. Warte mal, dann machen wir das anders. Und räumen mal ganz kurz die drei Ballen hier weg. Weil dann kann ich den nochmal aufs Vorgewende ansetzen. Weil das habe ich eben gemacht. Das war auch im Stream eine Idee. Wenn er lass doch das Vorgewende aus, macht das Vorgewende zum Schluss. Ich wollte jetzt nicht einen neuen Kurs machen. Ich weiß, man könnte das auch machen mit einem neuen Kurs. Habe ich jetzt nicht gemacht, sondern ich habe einfach gesagt, okay, ich überfahre das Vorgewende und habe dann praktisch die Dingens gemacht. So, ich glaube, der ist voll. Das sieht doch geil aus, oder? Ich finde das mega cool, muss ich sagen. Gefällt mir. So, Wiese 11, fahren wir jetzt zum Hof. Ja. Oh, die Hofschleife müsste aber auch kein Problem sein, ne? Hofschleife und dann fährst du mir runter zur Rinderzucht. Das wird interessant. Das wird wirklich interessant jetzt, ne? Aber ich glaube, er macht das locker. Ich glaube wirklich, er macht das locker, ne? So, dann machen wir das mal hier. Ja. Jetzt machen wir das anders. Du fängst mir jetzt nochmal am ersten Wegpunkt an. Das klingt jetzt krass, aber es hat schon seinen Sinn. Da müssen wir morgen nochmal drum und müssen wir uns drum kümmern, ne? 13 Meter mähen. Dann machen wir jetzt erster Wegpunkt und dann fährt der. Er wird wahrscheinlich über Ballen drüber fahren, ne? Das lerne ich nicht vermeiden. Weißt du was? Wir fahren das selber runter. Weil sonst. Ach, guck mal, was hier. Balding, Alter! Moin! Das ist ja mega krass, oder? Oi. Das ist ja wirklich, wirklich krass. Aber er hat fast keinen Sprit mehr, ne? 116 Liter sind jetzt nicht so viele. Alter, ja. War ich richtig? Ja. Aber guck mal, wie viele Ballen wir schon mitgenommen haben jetzt, ne? Also zwei oder vier Reihen sind schon komplett weg. Also das geht schon relativ flott, ne? Die nächsten vier Reihen werden ungefähr hier, wo ich jetzt bin. Also das geht schon ganz gut weg. Dann fahren wir vielleicht 6, 7, vielleicht auch 8 Mal, aber dann ist vorbei, ne? Aber das Vorgewende fehlt noch. Stimmt, da habt ihr recht. Ach, Feld 1 habe ich jetzt gemacht, ne? Es ist Feld 11. Sorry, Alter. Meine Güte. Das wäre schief gegangen, sagen wir es mal so, wie es ist, ne? So, jetzt kannst du weiterarbeiten. Perfekt. So, Stroh. Jetzt müssen wir gucken, dass wir 50-50 machen. Das heißt ungefähr 31.000 hier und 31.000 da. Die Frage ist, müsste ich reinfahren für Strohplan? Ich hoffe nicht. Ich weiß es aber nicht. Wir fahren mal ein bisschen rum. Ihr seht ja, ne, da ist überall was drin. Hä? Ah, Papier. Ist alles gut. Okay. Hier, oder? Genau, hier ist Stroh. Komm. Das heißt 31.000, ziemlich genau. Wie gesagt, so, ne? Kann ich das abladen hier? Bin ich zu nah? Das ist echt ein Problem teilweise. Ich bin wirklich zu nah teilweise, weil ich es einfach gut meine. Deswegen fahre ich extra nah ran, aber das ist schon mal ein Problem. Bisschen weiter weg. Ja, das geht hier. Es ist krass. So, der Haufen müsste größer werden. Ja. Passt. Vollkommen ausreichend. Die andere Hälfte machen wir hier rein und dann können wir gleich noch was holen. Ist ja nicht das Problem.
Und dann, ja. Dann müsste das eigentlich schon langsam laufen jetzt hier, ne? Ah, ich bin schon wieder so nah rangefahren, ne? Ich werde es aber auch nicht lernen, glaube ich. Ich werde es nicht lernen. So. Achso. Oh, lol, das ist ein Drehschimmel. Okay, warte, müssen wir anders nochmal fahren. Moment, ich drehe nochmal um. Entschuldigung. Entschuldigung. Dass jetzt hier so viel besser war. Naja. Willst du nicht annehmen, Herr Kollege? Was ist da los? Eigentlich war ich doch gar nicht so dramatisch. Also ich denke mal ungefähr so musste ich hierher fahren. Auch nicht? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich aber wirklich verwirrt, ne? Ja, jetzt geht's hier. Okay, vielleicht sind die Trigger nicht gleich gesetzt. Das kann natürlich auch sein. Eierfarm Hof, jawohl. Wir möchten ja ein bisschen weiterkommen heute. Schneller. So, der andere Kollege steckt im Hof fest. Das ist aber meine Schuld, weil der Mercedes steht noch im Weg. Der Mercedes. Da ist er nämlich. Siehst du, wenn der weg wäre. Wir gucken uns jetzt die wahnsinnig elegante Drehung an von unserem Kollegen hier. Ne? Das müssen wir uns jetzt einfach angucken. So viel Zeit muss sein. Wir können auch mal rüberfahren, vielleicht nochmal Milch runterbringen. Das müssen wir uns jetzt angucken. Ich glaube, das wird cool. Oh oh. Oh oh. Okay, er hat's gepackt. Ah, hier raus wird ein Problem, ne? Die Drehung macht er wunderbar. Hier, glaube ich, wird's ein Problem. Tier. Oder? Alter. Das war doch perfekt. Das war wie aus dem Bilderbuch. Nice. Das war wirklich gut. Wie viel Milch haben wir denn hier? Können wir da mal ein bisschen Milch zur Molkerei bringen, habe ich gehört. 51.000, danke fürs Gespräch. Da können wir schon mal ein bisschen aufladen lassen, ne? So, dann, nein. Du kannst mir auch zur Eierfarm hochfahren. Du kannst aber zuerst mal nach Hause fahren, ne? Ah, du bist zu Hause, oder? Nee, du bist nicht zu Hause. Du bist? Warte mal, wo bist du denn eigentlich? Eierfarm. Ah, warte mal, du bist weiter vorne, ne? Hof Eierfarm. Das müsste, glaube ich, weiter vorne sein. Warte mal, da müssen wir mal rumfahren. Gut, da müsste ja nicht hier nichts entgegenkommen momentan. So, ach jo. Oh, da, jo. Hallo, Herr Kollege, moin. Alter, so viele Ballen drauf, ne? So. Weiß nicht, ob es richtig ist, alles in die Produktion reinzuballern, ne? Aber... Komm, es kommen ja ewig sowieso. Oh, hoppla. Kommen sowieso wieder so viele Ballen hinterher. Das ist eigentlich komplett Schnuppe. Feste da weiter. Und dann müssen wir mal gucken. Fahren wir weiter. Wie es hier aussieht, ne? Weil Schafwolle ist wohl auch ganz gut im Business. Also da ist wohl auch einiges dabei hier. Oh, das ist schon fast zweireihig, ne? Gut, dafür gibt es aber, habe ich mir sagen lassen, im Kommentarbereich, dafür gibt es diese Produktion hier. Oh, da haben sich zwei jetzt gerade getroffen. Und zwar. Hier, oder? Ne, nicht Gewächshaus, sondern Weverei heißt das. Habe ich eine Maus? Ja. Die Weverei. Da kann ich auch irgendwas machen, ne? Wie war denn das hier? Ich weiß es nicht genau. Ich habe mir das mal angeschaut, aber irgendwie wieder vergessen. Da gibt es doch bestimmt irgendwo einen Computer, oder? Ey, warte mal, da gibt es doch irgendwo einen Computer. Aha, hier ist eine Schaltzentrale. Wasserwolle, ehrlich? So einfach geht das hier? Lol. Okay, das heißt, dann müssen wir auf alle Fälle morgen nochmal richtig geil machen hier. Wasser und Wolle ist ja wohl mega easy. Du fährst mir runter zur Molkerei, bitte. Hofmolkerei? Ja, genau. Also von Hof zur Molkerei. Okay, vergessen wir das. So, genau. Da fährst du schon mal hin. Perfekt. Der Fast Track hat irgendwas erreicht. Wunderbar. Dann lasse ich dich jetzt noch mal ein bisschen Strom mitnehmen, tatsächlich. Alles, was da ist, weil du bringst mir den Rest einfach hoch und gut ist. Silage haben wir heute nicht geschafft, aber können wir morgen sehr, sehr gerne machen. Genau, nimmst du mal 50.000 Strom mit. Der MRN-TGS ist jetzt angekommen. Sehr schön. Da werden wir jetzt mal gucken, dass wir die Paletten loswerden. Waren da Paletten? Ach, ich weiß es gar nicht mehr, ne? Doch, da waren Paletten. Alles gut. War geplant, euch zu verwirren. War geplant. So, U und Z. Und nicht? Wie geht denn das hier? Okay, U wieder weg. Und Z.
alle reingegangen? Lol. Okay, dann bringen wir die anderen rüber auf die andere Seite. Und dann war es das schon wieder für heute. Wie gesagt, ist ein bisschen kürzer. Glaube aber, dass wir doch... Oh, hier wird was produziert. Hier werden Eier produziert. Habt ihr das gerade gesehen? Das gucken wir uns gleich nochmal an. Aber ich hoffe trotzdem auf euer Verständnis und auf euer... Ja. Auf euer... Wie soll ich es nennen? Wie soll ich es nennen, ohne dass es doof klingt? Auf eure Rücksicht einfach. Es gibt keine bessere Bedeutung dafür. Sehr gut, haben wir auch gemacht. So, warte, wir gucken uns nochmal kurz die Eier an. Das ist cool, dass das jetzt schon funktioniert, ne? Da können wir dann lecker Mayo draus machen. Nice. Gut, liebe Leute, ich danke herzlich fürs Zuschauen. Wem das Ganze hier gefallen hat, der kann sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns natürlich morgen wieder. Oh, das sieht ja richtig geil aus hier, ne? Zu einer weiteren Folge hier auf der Nordfriesischen Marsch. Ich würde mich sehr freuen. Bis morgen. Macht es gut. Ciao, ciao.